Nacht heute mit so tollen Gästen. Kaya Jana ist in the house. Jochen Busse und sein Einstecktuch sind da. Dann Silly mit meiner Lieblings-Anna los. Und gegen Ende kommt auch noch Unplugged Rap mit dem tollen Alligator. Yay! Ich lade euch ein, es gibt hier und noch mal. Muchachos, die Nacht wird gelingen. Drum lasst die Musik heute erklingen. Und alle Der Shantychor hat schon mal ein Shantychor irgendwo auf der Welt deinen Namen so schön gesungen. Ein Shantychor? Ja. Also die Männer da draußen ist alle zusammen. Doch, ich weiß, was ist ein Shantychor ist. Und einer ist ein Shanty. Ja, ich weiß, ich weiß. Shanty Schnulli. Warte, ich google mal. Shantychor. Wie fand's? Sensationell. Ich freue mich. Also, ich wollte einmal abfragen, ob du es schön fandst. Ich bin ja seit 40 Jahren im TV-Gewerbe und mir hat noch keiner so ein Ständchen gesungen so mit meinem Namen. Lied. Vielen Dank an der Stelle. Dankeschön, sehr lieb. Vielen Dank. Kaya, kommst du mit gleich mir ins Bänkchen? Was geht ab? Ich mal gucken. Entschuldigung. Nicht zum Zocken. Da kommt eine Musik raus. Aber es kann ja auch eine Glückssträhne sein, oder? So. Ich hätte versucht, da Geld rauszuholen. Das war mir klar. Ist aber eine Musikbox. Was trinkst du denn? Ich trinke ein Dreckiges. Kennt ihr das hier? Nee, in Hamburg? Was ist das? Oh Gott, hoffentlich haben wir das, Frau Müller. Mit Sicherheit. Ich bin aber ganz aufgeregt. So wie ich mir die Bar anschaue, ihr habt ein Dreckiges. Was ist? Sehr gut. Na, also, schon mal in Frankfurt gewesen. Warte, ist das nur eine Cola, oder? Gäste, die sowas verlangen. Ach, echt? Nur heute Abend. Sie kommen hierher und werden nicht verprügelt, oder was? Weil ich war in London in einem Pub und habe ein Dreckiges bestellt. What is this, please? Und ich sage, Cola and a beer. Und die so, oh, say do together beer and cola? Yes. And he was shocked. He looked at me and said, are you crazy? That's what I would say. Are you crazy? Ich nehme Bier, Frau Müller. Ganz normal. Dann habe ich gesagt, I'm German. Und dann ist alles klar, dann weiß ich Bescheid. Kaya, weißt du, was ich so süß finde? Ja. Du bist ja Türke, ne? Also ein bisschen, ich sag jetzt mal in meinem Nichtwissen, weil ich so wenig Berührungspunkte habe, aber du bist arabischer Türke, arabisch im Sinne von eher... Ja, also der arabische Part kommt eigentlich dazu, daher, dass meine Eltern, oh Gott, aus dem Süden der Türkei kommen, okay. am syrischen Grenzgebiet. Und da sprechen die auch arabisch, geht so quasi mit rein. Okay, aber du sprichst gar kein perfektes Türkisch. Weder türkisch noch arabisch. Lass mal die Frau hier, Mann, ja, die holt hier. Das ist so lustig. Wo ist mit deiner Kamera... Entschuldige dich. Kopfschuss. Finde ich das so lustig, weil mir war immer ganz klar, der ist türkisch, spricht wahnsinnig türkisch, aber du sprichst gar kein Türkisch. Das ist ja eigentlich für das Programm, was du machst und womit du spielst, als hätte Mario Barth keine Freundin. Aha! Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss kurz. Du, also, hast du spielst vollkommen... ja mit dem Klischee, was du ja eigentlich überhaupt nicht bedienst, sondern du sprichst ja akzentfrei. Das stimmt, nee, du hast vollkommen recht. Ich verstehe Türkisch so ein wenig, kann aber nicht so gut sprechen. Weil ich das schon lange nicht mehr angewendet habe. Zu Hause bei uns wurde Türkisch gesprochen. Mhm. Aber dann kam ich irgendwann aufs altsprachige Gymnasium, weil mein Vater gesagt hat, ja, Bildung, das habe ich nicht freiwillig gemacht. Bildung ist alles, ne? Das kannst du mir glauben. Der hat gesagt, hier, Bildung wichtig, ist ein Privileg. Andere Leute haben keinen Zugang zur Bildung. Und dann hat er gesagt, du gehst zum Gymnasium, du lernst Latein. Da habe ich gesagt, Papa, Latein ist eine tote Sprache.
Die Römer sind ausgestorben, vielleicht lerne ich Italienisch. Da sagt er, nein, du lernst Latein. Ich sage, warum Latein? Sagt er, ich will, dass du etwas lernst, was ich nicht kann. Das ist schön. Und dein Papa? Dann habe ich gesagt, dann lerne ich doch einfach Deutsch. Und dann... Aber dein Papa hat ja wirklich auch nie richtig Deutsch gelernt. Und das war dann so lustig, weil du hast dann... Amüsieren dich die Shanties, das ist ja, cool. Sensationell. Das, Und dann fand ich das ganz süß, wenn er dann versucht hat, so richtig Deutsch zu reden und dich zu beschimpfen. Dann hat er immer gesagt, Arschkopf, scheiße Kill. Der hat statt Arschloch mal Arschkopf gesagt. Arschkopf. Das ist eigentlich auch ein Wort, was man erfinden müsste, ne? Arschkopf. Ja, obwohl die Engländer sagen, glaube ich, Shithead, oder nicht? Shithead, richtig. Also hat er das eigentlich gut übersetzt. Ja, aber ich glaube, das hatte nichts mit dem Englischen zu tun. Er hat noch einfach Kopf gesagt, meinst du? Okay. Ich weiß nicht, also meine Eltern haben auch meine Mutter eine eigene Sprache für sich entwickelt. Und ich glaube, daher kam das, dass ich irgendwann anfing, damit Comedy zu machen. Weil mein Vater hat da Sprüche gebracht, die haben keinen Sinn gemacht. Der hat oft zu mir so, ey, wenn du das machst, du sitzt in Pfanne. Ich habe das nicht gerafft. Ich so, ich sitze in der Pfanne, machen wir jetzt einen Kochkurs. Nein, man sagt in Deutschland so. Ach so. Und das waren zwei deutsche Redewendungen zum Preis von einem. Nämlich, du sitzt in der Patsche oder wird der Hund in der Pfanne verrückt. Aber das ist ganz süß. Mein Vater hat dir gegeben 50% Rabatt auf die Sprüche. Du bist ja in Frankfurt geboren, ne? Ja. Aber du sprichst auch nicht frankfurterisch mit diesem R. Die rollen ja das R so. Mein Vater hat gesagt, lernst du Deutsch anständig? Ja, ist ja auch toll. Ja, finde ich auch. Also ich habe meinem Vater viel zu verdanken, so ist das nicht. Ich mache zwar Späße über den, aber auch zu Recht, weil es ist halt lustig, wenn du 40 Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet hast und auch die deutsche Sprache studiert hast, aber an der gescheitert bist, dann finde ich, kann man da Gags drüber machen. Ja. Weil die deutsche Sprache nun mal schwierig zu lernen ist. Als du rüber, nee, du bist ja gar nicht rübergekommen, deine Eltern sind dir rübergekommen, du bist dann in Frankfurt geboren und die haben sich dann getrennt. War das damals nicht in der Zeit noch relativ ungewöhnlich? Riesiger Tabubruch. Also Scheidung war ja schon in unserer Religion, aber dann, ihr wart gar nicht so religiös, ne? Das war, jein, also meine Mutter schon, aber mein Vater nicht so. Aber was hat die dann gesagt, als er sagte, ich lasse mich scheiden? Nein, sie hat gesagt, ich lasse mich scheiden. Also mit einer anderen Stimme. Ja. Aber, Mama. Ich lass mich scheiden. Ich hab die Schnauze voll. Leg mich an. Mama. Ja, mein Sohn. Hattest du auch so eine Mama? Ja. Das ist ja meine eigentliche Sprechstimme. Ich versuche immer sehr hoch zu sprechen, so wie jetzt. Es gibt wenige Frauen, die das können, ne? Das stimmt. Ich bin dein Vater, können nicht so viele Frauen im Original. Ich bin überrascht, ja. Ich war das auch, als ich es gemacht habe und es so ging. Aber es finden ja manche Männer bestimmt erotisch. Du ja nicht. Nein, wir können so weiter. Weil du sagst, man will ja beim Sex noch hören, wer die Frau ist und wer der Mann ist. Das ist richtig. Ja, komm, ja, ja. Ja, genau. Das willst du ja als Mann auch nicht. Ich könnte aber natürlich auch quieken, das kann ich auch. Nee, das auch nicht. Also das, quieken magst du auch nicht? Nee, so. Kann ja. Nein, jetzt schwein. So. Da macht er unsere Rollmops, weißt du? Ja. Genau. Das könnte der Wicke, der macht von innen Hosenlatz zu. Das war ja auch ungewöhnlich. Dein Vater war ja eher konfessionslos, also religionslos, kann man sagen. Und dann hat er gesagt, einer von euch kriegt katholischen Unterricht und der andere evangelisch. Und jeder kriegt erstmal jetzt irgendwie hier so, wird mal religiös erzogen. Ja. Und ihr könnt später ja immer noch mal tauschen. Das ist vollkommen richtig. So witzig, dass ich mich... Weiß bis heute mir liefen die Tränen bei diesem Gedanken, dass einer zum katholischen Unterricht geschickt wird und der andere zum evangelischen und dass man dann später nochmal sagt, man tauscht. Ja, mein Vater... Ich habe das noch nie gehört. Ich weiß auch bis heute nicht, ob er es ernst meinte oder ob es Unwissenheit war, aber die Lehrerin sagte zu ihm, Kaya und Erkan, also du weißt, mein Bruder, die werden jetzt eingeschult und sollen wir uns jetzt für einen evangelischen oder katholischen Unterricht entscheiden? Mein Vater wusste überhaupt nicht so richtig, was katholisch, evangelisch... Das ist ja auch kein Gag. Die Leute denken immer, wenn ich das erzähle. Sehr schön. Mein Bruder zu den Katholiken, ich zu den Protestanten. Und zu Hause sah es so aus: Meine Mutter Muslima, mein Bruder Katholik, ich Protestant und mein Vater war alles scheißegal. Ja. Du warst ja jetzt ganz lange Single und jetzt hast du eine Freundin. Jetzt habe ich eine Freundin. Ja. Ich hab's gepackt. Eine Schweizerdeutsch. Eine Schweizerin, ja, tipptopp. Du wohnst doch in der Schweiz. Ja, wir sind jetzt vor kurzem zusammengezogen und ich versuche, diese ganzen Mann-Frau-Klischees zu vermeiden. Kampf um
das Territorium. Aber ich meine, ich bin jetzt 40, bin relativ auch gut aufgeklärt, relativ gut integriert, relativ intelligent, je nachdem. Und ich habe diese ganzen Mann-Frau-Klischees schon alle schon 100-mal durchgehört. Und mich überrascht das, dass es anscheinend in unserer DNA drin ist, dass es diese Territoriumsverteidigung auch immer noch gibt, obwohl... Also wir haben Badezimmer schon aufgeteilt, ich habe die Kacheln durchgezählt, wir haben zwei Waschbecken, ich habe 12 Badezimmerkacheln, 6 gehören mir, 6 gehören dir. Und dann siehst du so, wie jeden Tag die Kacheln so verschoben werden. Also sie hat da so ein Parfum, was plötzlich auf ihrer 7., meiner 5. Kachel ist und dann schiebe ich das zurück mit meinem Aftershave, dann kommt sie wieder zurück mit dem Haarspray, da komme ich zurück mit dem Rasierapparat. Aber ist der Kleiderschrank nicht noch schlimmer? Nee, wir haben einen schönen Einbauschrank, das geht. Aber halbe? Nee, du ein Drittel und sie zwei. Tatsächlich, bei den Kleidern halbe, aber Schuhschrank hat sie schon 90% besetzt. Das ist auch richtig. Da habe ich 10. Und ich meine, im Badezimmer, die hat jetzt ein Kletteisen aufgefahren. Ich hab's ja, ich kannte Kletteisen. Kletteisen. Das ist das Ding, was ihr euch in die Haare schiebt. Klett, sagst du Klett? Klett. Klett oder Klett? Ah, Klett. Kletten. Kletten sind Kletten. Da siehst man natürlich keine Ahnung, was heißt Kletteisen. Ja, klar. Aber durch den Schweizer Duschen-Akzent habe ich Kletteisen verstanden. Ja, das ist auch... Kletten. Kletten. Vom Klettverlag ein Eisen. Auf jeden Fall... Und ich habe da einmal reingefasst, weil das Ding war an und ich habe es nicht gesehen. Und befruchtest du sie jetzt und kriegst ihr dann ein Baby? Also wir probieren es, ich sag mal so. Sie hat noch nicht so Pläne. Ich bin ja schon 40 und wir haben ja auch so ein bisschen Torschusspanik. Ist sie 10 Jahre jünger? So ungefähr. Ich bin Türke, was erwartest du? Ja, klar. Soll ich auch pflegen später mal und so? Vollkommen richtig. Ja, das hat man im Hinterkopf. Aufpassen. Wenn man heiratet, dann immer jünger. Ja, genau. Das hat sie sich auch gedacht, aber es hat nicht geklappt. Jedenfalls hätte ich ganz gerne, aber sie will sich noch ein bisschen Zeit lassen, weil sie sagt, wenn die Kinder da sind, dann ist das Kind da. Sie könnt ja ein Ei einfrieren und dann könnt ihr euch noch richtig lange Zeit lassen. Du kannst ja noch lange. Für Frauen ist ab 30, musst du gucken. Meine Eier einfrieren? Nee, ihre. Ausnahmsweise mal nicht ich, sondern vielleicht mal das Ei deiner Freunde. Jedes Mal, wenn wir Sex haben, muss ich, Schatz, ich muss zum Kühlschrank. Ich muss meine Eier. Witzig, muss die Eier auftauen. Nee, so geht es nicht. Lassen Sie sich nichts sagen. Die müssen das witzig finden. Wer entscheidet das eigentlich bei euch? Das ist eine Schwarmintelligenz oder wer ist das? Also er macht das. Er am Akkordeon hat die Macht oder was? Also dich muss ich bestechen, ja? Alles klar. Kaya, du bist immer am Reisen. Ja, gerne. Warst du gerade in Kanada? Jein, auch. Also Kanada. Hast du da einen Bären gesehen in einem Gehege und man hat dir eine Glocke gegeben? Erzähl mir bitte diese Geschichte. Also das Geile ist, du kannst ja in Kanada entweder geordnet dich zerfleischen lassen von einem Bär, indem du einfach in einen Nationalpark gehst und dann weißt du ganz genau, da sind Bären und die zerfleischen dich. Oder du gehst wandern und campen und dann überrascht dich ein Bär. Mhm. Also wenn du nach Kanada gehst, wirst du außer den Städten eigentlich fast immer einem Bär begegnen, ob du willst oder nicht. Und ich habe mir gedacht, ich mache das geordnet in einem Nationalpark. Und du kriegst doch diese Bärenschellen, diese Bimmel. Das kannte ich nicht. Man kriegt wirklich Bärenschellen, um zu sagen, wenn ihr Hunger habt, hier bin ich, klingelingeling. Genau, hier kommt das Abendessen. Du darfst dich niemals, also quasi einem Bären, entweder anschleichen oder durch die Gegend laufen. Du musst die immer auf erschrecken. Erschrecken. Damit er von Weitem die Glocke hört und weiß, da kommt was. Er weiß, da kommt und etwas. Und nicht denkt so, oh Gott. Genau. Weil wenn du den erschreckst... Ich bring dich um. Ich will. Oder wenn du darfst zum Beispiel, Hunde sind auch verboten, die dürfen nicht in den Nationalpark, weil das ist eine Delikatesse für Bären. Ja, ja. Wir mögen Hunde. Und das du weißt, auch in Hasso, such, Hasso. Hasso, such, wow. In China hast du Panda-Bären gesehen. Versteht man, dass die Chinesen so auf Panda-Bären abfahren? Ich glaube, warum es die Panda-Bären in China gibt, da habe ich lange drüber nachgedacht und dachte, das ist irgendwie ironisch, weil die sind vom Aussterben bedroht. Was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht, dass er die Panda-Bären direkt in China platziert? Wahrscheinlich hat er sich gedacht, wenn die Chinesen denen nicht zeigen können, wie man sich vermehrt. Ja. Wer dann? Aber es gibt nicht, du hast dir das nur überlegt, als Witz, dass es Panda-Pornos gibt, ne? Nein, die gibt es wirklich. Ehrlich? Ich schwöre, das ist nicht meine... Zur Animation zeigen die, wie kleine Panda-Bären so machen? Mhm. Und die mit sitzen... Mit Musik drunter? Bambus, genau. Da, da, diese 70er-Jahre. Da, 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 da. Echt? Da knattert man drauf? Nein. Doch, oder? Ich kenne Was mich, ist denn Knattermusik? Das ist Knattermusik. Aber das ist doch auch keine Knattermusik. Aus den 70ern, weißt du nicht? Sylvester Stallone und Co. Ja, das war der beste Porno meines Lebens. Kennst du Sylvester Stallone? Der hat in den 70er Jahren, bevor er Rocky gemacht hat, musste er diese
Softpornos drehen. So, und, oder es gab vielleicht auch eine Hardcore-Version, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gab die. Und irgendwann hat Sat.1 vor 30 Jahren, bevor es was Guckst du gab, hat irgendwann mal so eine Softcore-Version daraus geschnitten. Das heißt, das Original 80 Minuten wurden 50 Minuten. Und ich konnte immer vor Lachen. Ich habe das immer mal gesehen. Und jedes Mal, wenn es heiß herging, hast du halt diesen harten Schnitt gesehen. Ja. Du hast halt so, wie ist das, was ist das Lohn? So, oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's. Oh, das war gut. Ich liebe diese geschnittene Version. Sind wir vom Thema abgekommen. Diese Panda-Pornos gibt es tatsächlich. Und da musste ich auch wieder lachen, weil, weißt du, die sind vom Aussterben bedroht, weil natürlich wir Menschen wieder denen ihren Habitat wegnehmen, ihren Lebensraum. Also immer mehr Städte und Straßen. Und das heißt, die brauchen ja unglaublich, die brauchen ja Bambusgebiet. Und die fressen 30 Kilo Bambus am Tag. Das ist aber auch viel. Ja, weißt du warum? Weil die sind eigentlich für, also eigentlich sind das Fleischfresser von den Organen her. Und die raffen das eben nicht. Die wissen nicht, wie man knattert und wie man Fleisch isst. Was natürlich scheiße ist, wenn es... stimmt doch alles hinten und vorne nicht. Eben. Deswegen sind die ja vom Aussterben bedroht. Und dann, also wir Menschen kreieren das Problem, nehmen den Lebensraum weg und dann lösen wir es auf unsere Art mit Pornos und Viagra. Ja, klar. Weil die geben denen halt auch Viagra. Und das ist... Ja, ich sag's dir doch. Ich habe da recherchiert, ich war vor Ort. Kann ich noch ein Bier haben, Frau Müller? Würdet ihr bitte Bierdeckel hinschreiben, wenn ihr Fragen habt an Kaya? Was guckst du? Den Bierdeckel an. Aber du hast, wir haben über deine drei Rollen nicht gesprochen. Über Ranjit, Hakan und Francesco. Ja, ich spiele ganz gerne alle abwechselnd. Deswegen habe ich auch mehrere. Ich finde Hakan ja immer noch ein bisschen besser, weil der so... Weil man Mensch! Ich kenne die so aus Hamburg. Oh, findest du geil, ne? Geil wie yeah. Du brauchst Macho. Du kannst es aber auch echt gut nachmachen. Du hast ja gesagt, als Kind habt ihr immer schon im Bus stundenlang gespielt. Wie hört es sich an, wenn ein Vogel auf den Hut kackt? Richtig. Und da hast du Geräusche machen quasi gelernt. Wie hört sich das denn jetzt an? Ihr könnt das mal nachmachen. Das ist ganz einfach. Wenn du kein Mikro hast, dann nimmst du deine zwei Hände hier. Das ist quasi so eine Schallverlängerung. Und die andere Hand da ans Öhrchen. Und dann kannst du so, wenn du das mal kurz... Hallo? Könnt ihr das mal nachmachen? Ich mache ja nicht weiter. Mach mal alle so und dann merkst du, wie die Stimme sich verändert, wie das direkt... Hörst du? Da, jetzt, da. Hörst du? Gewinne. Und jetzt kannst du quasi so Geräusche machen. Und das haben wir ständig im Bus gemacht. Genau. Merkst du das? Ja. Wie quasi der Schall direkt von deinen zwei Händen direkt ins Ohr geht. Mhm. Und das war unser Mikro, weil wir hatten das ja kein Mikro. Du kannst alles können, diese ganzen... Du kannst auch alle Geräusche dann immer so. Nein, nicht alle. Aber du kannst es schon super. Ich habe so viel Scheiß im Bus gebaut, dass die Leute so genervt waren, die gesagt haben, du musst zum Arzt, Junge, du musst zum Arzt. Was? Weil ich die ganze Zeit so da... Und die so, oh Gott, was ist mit dem Vogel los? Komm, wir singen. Wie findest du das? Ja, was singen wir? Ich hoffe, meine Freundin wird schwanger, oder was? Heide Witzka. Ich hoffe, meine Frau wird schwanger. Wo sind denn die Fragen? Achso, die gibt es ja später, ne? Was später? Die Fragen auf dem Bierdeckel. Ja, das wird jetzt geschrieben, also, vor langer Hand vorbereitet. Wir müssen noch schreiben, ne? Habt ihr schon was? Ja. Soll ich hier so mit sitzen und du singst? Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry. Be happy. In every life we have some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy now. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to nick again. Don't worry.
Be happy. Look at me, I'm happy. Everybody. Don't worry. Be happy. Here, I'll give you my phone number. When you're worried, you call me and make you happy. Don't worry. Be happy. Put a smile on your face, no? Padangani. Ja, mit dir macht das Spaß. Doch so, wenn du in eine dieser Figuren dann wieder auch beim Singen schlüpfst, es ist einfach zum Schreien. Das Komische ist, dass wenn ich in die Rollen schlüpfe, kann ich tatsächlich ein bisschen besser singen, als wenn ich das als Kaya mache, weil ich traue mir mehr zu als Rolle. Ja. Weil ich sage, wenn es nicht klappt, ist die Rolle schuld. Ja. Aber als Kaya abkacken... Aber das ist natürlich, schreit natürlich danach, dass der Inder, der dir gerade das Koma-Hühnchen bringt, dass der sowas so singt. Don't worry, be happy. Ja, genau. Wollen wir mal Bierdeckelchen einsammeln und uns hier oben raufsetzen? Ja. Du. Los, Kohle, gib die Kohle. Ach so, don't worry. Du würdest kurz da sitzen bleiben? Aha. Jetzt bist du dran. Ja, hast du das gemacht? Fuck. Du siehst, ich trinke gar nicht so viel. Ungefähr so. Oh, das sind zu viele. Ich hab jetzt das schaffen wir ja im Leben nicht. Seid ihr wahnsinnig? Dann warum? Wir bis morgen früh hier. Was steht da? Bist du selbst mal von einem Tür, bist du schon mal selbst nicht an einem Türsteher vorbeigekommen? Ständig. Deswegen, wer immer die Frage gestellt hat, das ist, deswegen habe ich einen Hakan überhaupt erfunden, den Türsteher, weil ich ständig abgewiesen wurde. Weil, wie gesagt, ich sah aus wie ein Lutscher mit 16. So fette Brille. Und dann? Warte, ich hatte es noch besser. Das ist das Gesicht, was meine Freundin hasst. Wenn ich wirklich... Ich sage... Na, ich hab... Ich fand das jetzt gar nicht so unerotisch eben. Wenn du das schon... Das ist, gehört nur, der Trick ist einfach... Ah, ich finde, wenn man... Albert, du das auch vom Spiegel selber immer so viel rum dann damit mit so... Das habe ich damals im Busch auch gemacht. Hallo! Und dann musst du sagen, was ist das? I. Ah, guck, das Haar. Das Haar war eine Frage. Wo ist her der Hamburger Hafer? Oh, ich finde das immer so witzig, wenn man das so macht und dann noch sich die Ohren noch was. Und... Mach mir mal die Ohren so dann. Oh. Hallo, ich hatte Fragen. Wo kriege ich hier einen? Bei Grimm werden wir zwei Ratten, glaube ich. Ich sag, wo kann ich hier Frauen kennenlernen? Hier. Jetzt mach dein Fressefoto. Wenn wir beide Kinder aber haben, ich weiß nicht. Aber das macht schon Spaß, ne? Grimassen, albern sein? Ja, albern total. Sein. Also ich, es ich muss ja nicht ja immer alles einen Sinn haben. Manchmal ist man einfach scheiß albern. Ich bin die ganze Zeit albern. Also ich werde zwar älter, aber ich weigere mich, erwachsen zu werden. Das, was du heißen, dass Kaya in Jamaika Marihuana heißt. Richtig. Bedeutet. Stimmt das? Ja, es gibt sogar ein Album von Bob Marley, der hat das Kaya genannt. Stimmt. Und auch der Song ist Got bekannter to have, Song. Ja, Got to have Kaya now. Ich brauche jetzt mein... Ach so, denn... Aha. Deswegen hat mein Vater gesagt, wir nehmen mit den kleinen... Wollte beim Sex schon mal eine Frau, dass du Ranjit machst? Nee, eben nicht. Aber ich mach's trotzdem. Ja, weil man einfach damit auch überbrückt,
wahrscheinlich. Ich sag ganz ehrlich. Danach und so. Nee, auch davor. Also das Problem ist folgendes. Aber auch, nicht beim, ne? Es ist ganz aktuell. Pass auf, mit meiner Freundin, die mag zwar Ranjit, aber nicht im Bett. Und manchmal tue ich sie einfach ärgern wollen. Das ist halt so, weil ich bin halt albern. Und dann bist du halt in der Kiste und du bist dann robbst du dich so ran und ich sage, ich freue mich so. Schon mal von einem erbosten Hakan auf die Fresse gekriegt? Nein. Nee. Also es gibt natürlich ein paar, die mit meinem Humor nicht ganz klar kommen, aber die sehe ich nicht. Die kaufen jetzt auch kein Ticket für 30 Euro, um mir in die Fresse zu hauen. Hey, Scheiße, ich muss erst mal ein Ticket kaufen? Das ist mir zu teuer. Was ist eine Gurke mit Kopftuch? Oh, das ist bestimmt ein schlechter Gag. Ich weiß nicht, aber die Gags sind meistens ein bisschen, naja. Eine Gurke mit Kopftuch? Weiß ich nicht. Eine Gürkin. Also Wortspielhölle. Ist dein Rücken behaart? Ja. Hast du gesehen, ich wollte schon wegtun. Aber nicht mehr, seitdem ich eine Freundin habe. Weil die das auszupft? Nein, ich mach das selber. Du zupfst es selber aus? Nein, ich zupfe nicht. Weißt du, ich habe schon 8 Laserbehandlungen gehabt und mir hat es nichts gebracht. Warum muss ich mir alles weg? Ich meine, da sehe ich aus wie so ein... Nein, das wollen wir auch gar nicht. Ach so, das also ich glaube, es ist eine Geschichte vieler Missverständnisse. Wir wollen es nicht. Aha. Wir wollen, dass du Haare hast. Und ich will auch, dass die Frauen Haare haben. Ja, und normal. Also muss ja kein muss sein. Haben, aber nein. Das ein bisschen so. Das muss nicht aber man kann ja so ein bisschen... Das muss nicht wie in den 70ern sein, du... Ja, genau. Hallo. Nee, aber... Ah, so, Schatz, jetzt weiß ich. Bist du auch nachts im Bett witzig? Nein, das ist eine, die doppelt. Findet deine Familie dich lustig? Ja, meine Mutter ist ein Riesenfan von mir. Meine Mutter liebt mich über alles, selbst wenn ich nicht witzig bin. Sagt, oh, du bist so witzig. Aber das ist halt Mama. Für Mama ist man halt... Ne? Aber du hast gesagt, deine Mama ist auch total selber so witzig. Und die lacht immer alle Probleme weg. Und dann stelle ich mir mal vor, deine Mutter sieht aus wie Ranjit. Wenn es ein Problem gibt und lacht. Nein, sie lacht dann so, weil du hast sie so beschrieben. Sie lacht wirklich viel, sie hat extrem, weil den Humor habe ich von ihr. Also auch zu lachen, wenn es einem nicht so gut geht. Dann ist ja Humor sowieso am besten. Ne? Wenn es in schweren Zeiten du noch lachen kannst, das kannst du mit gutem Humor, dann hilft dir das natürlich weiter. Und meine Mutter hat schon schwere Zeiten erlebt und habe das Lachen nicht verlernt. Und deswegen bewundere ich meine Mutter sehr. Wollen wir Musik hören? Ja, was hören wir denn? Don't Worry, Be Happy, bitte. Wir bauen, ja. Ich freue mich so, Silly ist da! Ich möchte da runter. Kann ich mich da abstützen? Ah. Das ist schön. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Und ich kann sagen, wieder da seid. Weil ihr habt so ein tolles neues Album gemacht. Wir haben beim letzten Mal Alles Rot gesungen. Da warst du hier noch mit den Jungs von Fantasie. Das war sehr lustig. Und wir sind fast nicht mehr dagegen angekommen, weil die Jungs so aufgedreht haben. Ne? Ich fand auch. Komm, wir singen. Kopf an Kopf. Was heißt Kopf an Kopf auf Türkisch? Kopfnuss. Sturm kommt auf, wir halten ihn auf.
die anderen Männer für dich singen hören? Ja, großartig. War das schön? Wunderbar. Aber du bist ja 72, aber das ging nicht rein. Ja, das ist... Man könnte man 72 Jahre. Es ist wirklich so schön, du diese Einstecktücher und so. Das sind Themen. Da wollte ich immer. Ich habe immer schon die Talkshow drüber machen. Ja. Es ist doof. Es, ich zeige dir, wie man es macht. Hast du... So. So, genau. Und dann steht die Sache. Ach, ist denn auch egal, ob da noch ein Haar das ist völlig oder ob da die Spitze so, so oder so ist. Das ist völlig egal. Und hast du zu Hause so einen Apparat, auf den man so drückt und elektrisch macht, und dann sind da 30 Einstecktücher, wo du dir eins wegziehst? Kennt ihr euch eigentlich? Nee. Nee. Ach, wie toll. Wusstest du meinen Namen? Ich freue mich sehr. Jana. Jana, wusstest du Jana? Schon mal gesehen. Soll ich jetzt hier sitzen bleiben? Nee, wir gehen jetzt alle. Ich gehe jetzt ganz ruhig. Und Jochen, du kommst direkt vielleicht, wenn du Lust hast, mit mir. Ja, ich komme mit mich bei mir. Und ich nehme das mit und die tun wir weg. So, was trinkst du denn eigentlich? Was trinkst du denn? Ich habe jetzt Bier getrunken. Ich würde du trinkst aber mit doch sonst Bier, ne? Ich trinke eigentlich immer hier ja, Bier. Ja, da trinke ich auch Bier. Ich fand das ganz, ganz spannend, was als ich über deine Geschichte gelesen habe, was bei dir in deinem, ja doch, längeren Leben als das des Kaya Janas, was da alles los war. Du kommst aus Iserlohn. Das ist schon schlimm genug. Deine Familie, dein Uropa war Millionär, weil der Der kam aber aus der Nähe am Höchsten. Ja, aber war dein Uropa? War mein Uropa. Und der hat die Kosmoslampe erfunden. So ist das. Und dann habe ich gegoogelt, was ist denn die Kosmoslampe? Und? Wüsstet ihr das? Es ist diese Petroleumlampe mit so einem Schirm, wo man das Glasschirmchen hochnimmt und ein Docht, so ein Kaudocht drin ist, der aber rund ist. So ist es. Der Witz, dem ist es. Der war bei einer Weltausstellung in Paris damals. Er zockelte also, wie man das so machte früher, mit einer Kiepe. Was, weißt du, was eine Kiepe ist? Nicht. Gut, die Kiepe, das ist ein zum Tragen von Lasten, ein offenes, fast viereckiges Ding mit zwei Riemen, wie ein Tornister, nur steif. Da hatte der seine Sachen drin, die er dort ausstellen wollte. Und zwar war das ganz normale Lampen mit dem Lattendocht. Ne? Also so. Und da zog er los und dann machte er in Paris dann seinen kleinen Stand auf und stellte das aus. Er konnte außer Westfälisch konnte nicht sprechen. Also, ja. Und dann kam ein Professor auf ihn zu, offensichtlich, der dort an der Uni lehrte und der war Physiker. Und der konnte aber auch nicht Sauerländer platt, der konnte nur Französisch. Und dann haben die miteinander geredet und dann hat er ihm das aufgezeichnet, dass wenn er diese Lampe mit einem runden Docht versieht, er mit der gleichen Menge Petroleum einen viel größeren Lichtschein erzielt. Also, Physik quasi. Ja, eigentlich ganz logisch. Ja. Ne? Und dann ist er nach Hause gegangen und hat er das gemacht mit seinem Freund. Ach, dann ist dieser Professor ja ein bisschen auch mit. Was heißt ein bisschen? Der war der das. Ne? Der hat sich nur nicht hingesetzt und hat die Dinger gebastelt. Und das hat mein Opa, also mein Urgroßvater, gemacht. Und dadurch sind die beträchtlich reich geworden. Und dann waren die sehr reich und alle Söhne hatten dann irgendwann eine Firma. Und dein Papa, ich würde jetzt sagen Gardinenfirma, aber der hat Vorhänge, eine Firma gehabt. Ringlose Vorhanggarnituren waren das. Also in diesen Sachen bin ich groß geworden. Und dann ging die Firma leider pleite in den 50ern. Ja. Dann hast du erlebt 10 Jahre lang dieses Spiel, wie so eine Familie versucht, das Gesicht zu wahren. Ja. Das ja. kennt man ja, wenn man so aus der dörflichen Region kommt. Immer versuchen, alles ist gut, alles wir haben keine Schulden. Nein, wir haben auch ein neues Auto, können es uns nicht leisten. Es läuft sowieso auf Wechsel, aber es ist neu. Heimlich wurden die beiden Söhne von dem teuren Internat runtergenommen und auf ein billigeres geschickt? Ja, so war es nicht ganz. Also mein Bruder ging dann auf eine Ingenieurschule, also Fachschule zur Ingenieurschule, und ich kam auf das billige Internat. Und dann hast du Schule zu Ende gemacht? Nein. Du hast aber... Nein. Du hast als Kind schon irgendwo auf irgendeiner Bühne einen Conferencier gesehen und schon gesagt, das will ich mal machen. Ja. Naja, so ungefähr? Da sprach ich schon nicht mehr so. Du hast 10. Aber, ja, ja, da habe ich mit 10 habe ich das gesehen, aber erst eigentlich mit 14 wollte ich das machen. Für deine Familie natürlich, die dann irgendwann auch sagen musste, dass sie insolvent, sprich pleite sind. Es gab nicht mehr viel Reichtum. Und dann sagt der Sohn Jochen auch noch, ich will, wie haben die das denn genannt? Die haben dich ja bestimmt nicht
Confrancier oder irgendwas Nein, genannt. Ja, für die war der das Junge will zum Tingeltangel. Tingeltangel. Ja. Aber du bist ja auch jahrelang, die hießen so lustig, fand ich, mit den Knallfröschen, sieben Jahre lang durchs Land gezogen, getingelt. Also sieben Jahre waren es nicht mehr. Die Knallfröschen waren es, zwei Jahre. Dann war ich beim Holländer, Friedrich Holländer. Der hat dich nach Berlin geholt. Der hat mich nach Berlin geholt. Du hast gedacht, jetzt geht's los. Hab ich gedacht, danach kam nichts. Oh, man irrt sich halt. Und dann bin ich zurück und dann war ich bei einem Bäderkabarett. Das hieß das Fünfte Rad. Und dann war ich in der Schmiere in Frankfurt. Du sagst natürlich vorher, in dieser ganzen Zeit, da habt ihr zum Teil in Scheunen übernachtet, weil ihr einfach kein Geld hattet. Ja, und da habe ich nicht viel verdient. Das Einzige, was ich mir wirklich davon erworben habe, war eine Nierenbeckenentzündung. Du hast aber in der Zeit auch Erotikfilme synchronisiert? Nein, das kam ja später. Sondern was hast du gemacht? Ich habe Softpornos gedreht. Ich dachte, du hättest diesen Hausfrauenreport quasi moderiert und gesagt. Nein, Hausfrauenreport habe ich immer nur Rollen gespielt, wo ich angezogen war. Da war ich immer der Mann, der beschissen wurde. Du hast da als Schauspieler quasi diese Rollen gespielt. Aber der schönste Film, fand ich, war Die Jungfrau von Bumshausen. Ja. Und da, also da hieß ja, Entschuldigung, das kann man sich ja nicht. Ist so witzig. So witzig. Ja, ich habe auch sehr gelacht damals. Ja. Die Jungfrauen von Bumshausen. Ja. Das hört sich ja an, als ob es nicht wahr ist. Aber das heißt, du hast dann quasi auch so nackt mit halbnackten Mädchen. 60er war ja noch nicht. Ja, Sex vor der Kamera nicht, war ja nichts. Aber nicht. So fummeln und ein bisschen mehr Haut zeigen. Oder ja, was man durfte, die Busen durfte man sehen. Sonst durfte man. Ja, viel? Viel. Am besten viel, ja. Es gab aber ja die freiwillige Selbstkontrolle. Das war eine Institution, die sah sich jeden Film an. Da saßen alte geile Herren, die guckten sich das an und sagten, das geht nicht. Ach. Wenn es vorbei war. Ja, nachdem sie alles gesehen haben. Also das erstmal alles so. Selber gucken. Ja, erstmal selber gucken. Die Kassette ausgeliehen. Und dann dann nannte man das die südamerikanische Fassung. Warum das so, weiß ich nicht. Bei Südamerikanern waren, glaube ich, viel brüder als wir. Aber die südamerikanische war eine Erlaubnisfassung. Okay. Die wurde fürs Ausland gemacht. Und bei uns durfte kein Schamhaar zu sehen sein. Ja? Und darum, es gibt mal einen Film von mir, der als einer der ersten jungen nackten Männer oder nackten jungen Männer, überhaupt nackten Männer, gemacht. Der hieß Ellenbogenspiele. Und ich hatte ein Teetablett und darauf war eine Decke, so eine kleine Tischdecke, und die hatte genau so einen spitzen Winkel und den musste genau da vorpassen. Und da gab es jemand, der stundenlange Einstellung, damit nicht zu sehen war, damit diese Decke das bisschen, was ich hatte, abdeckt. Jetzt haben wir noch ein Thema, Jochen und die Frauen oder Jochen und das Alter. Und über das Alter machst du jetzt gerade ein Programm. Ich mache einiges über das Alter in diesem Programm, ja. Du erzählst so schöne Sachen zum Beispiel da. Sagst wie man du? Das Gehirn, ja, fand ich ja. So, was ich da mitgekriegt habe, übers Gehirntraining. Ja. Du sagst mal, man kann zusammen im Bett auch mal statt Sex ich packe meinen Koffer spielen. Ja, so das, ja. Das finde ich ganz schön, die Idee. Ja, ja, ich packe meinen Koffer, wenn das, kennt jeder das? Ja. Ich packe meinen Koffer. Ich packe meinen Koffer. Nein, er kennt es nicht. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste. Ja, und der Nächste dran sagt, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Ich habe eine Zahnbürste und einen Nagelreiniger. Ich packe meinen Koffer und nehme meine Zahnbürste, einen Nagelreiniger und einen Schuhlöffel. Ich packe meinen Koffer und nehme die Pflanzen. Das kennst du doch. Und so geht es immer weiter und immer weiter. Dann schreit irgendwann einer, hallo Lore, ich habe gewonnen. Und darauf sagt sie, das stimmt, mein Hase, aber ich heiße nicht Hallo. Hey. Jungs, spielt ihr manchmal auch? Ich packe meinen Koffer mit euren Frauen im Bett. Nee. Das Lustige ist, du sagst ja auch, Frauen altern anders als Männer. Der Mann wird asozial und die Frau wird gesellig. Ich sag das auch in meinem Programm, dass Frauen, also immer so Unternehmer, Männer am liebsten auf dem Sofa liegen. Und dann kommt die Frau nach Hause und sagt, also komm, nun lass uns mal irgendwann gehen, lass uns mal in der Müller ins Konzert gehen oder lass uns einfach mal nach Amerika fahren. Und dann sagt er, ich bin doch dabei, Liebling, ich liege hier und warte, bis mich die Kontinentalverschiebung dorthin bringt. Hey, soll ich uns da mal eben neues Getränk, Kaya, neues Getränk? Ja, neuen Dreck.
neuen Dreck. Ja. Ein dreckiges und ein. Und soll ich dir mal ja, frisches mir, geben? Ja, gib ich mir mach mal das ja immer nicht. Durch diese so Sabbelei kommt man ja zu nichts. Kommst du nicht hier? Das ist ganz schön. Trägst du Hausschuhe? Ja. Ich trage, ja, natürlich muss ich, ich habe eine schöne, saubere Wohnung, ich trage zu Hause Hausschuhe, ich will nicht mit den Schuhen da rein. Ist nicht Hausschuhe so ein Rentnerding irgendwie? Nein, es gibt schicke Hausschuhe, es gibt wunderbare Hausschuhe. Der, so Bärentatzen und so. Nein, überhaupt nicht. Ich habe welche, das sind so Zimtlatschen. Das ist aber Yogi-mäßig, ne? Ja, ich bin ja Yogi, ich mache das seit 32 Jahren. Das finde ich so schön. Wieso? Du machst ja, wenn du richtig Stress hast, sagst du, ne? Ja. Dann machst du ja den Löwen. Mach der den sieht Löwen so aus. Ja. Und dann stelle ich mir mal vor, wie Jochen Busse ja so... Das ist jetzt Jochen Busse zu seinen Softporno-Zeiten. Nee, Jochen Busse ist natürlich das. Ja. Sieht das so aus? Ja. Machst du es nackt? Machst du manchmal Nackt-Yoga? Noch nie. Nee, das, aber man muss sich ja, guck mal, da kann ja, man ja eine, muss man eine gute Hose, eine gut gewählte Hose tragen. Ne? Nein, nein, das geht mit einem ganz normalen Dreiecksunterhose geht das. Okay, und machst du das mit der Zunge auch so? Die gehört dazu, ja, ne? Das mache ich aber bei einer anderen Übung mit der Zunge. Aber das ist wichtig. Also beim Löwen muss die Zunge sein. Aber ich meine, ist wirklich, man kann das einfacher machen. Es ist ein, ich kann das hier nur, dass ich jetzt mal wieder in der Öffentlichkeit was sagen darf. Wenn man das, wenn man wirklich gestresst und wütend nach Hause kommt und man setzt, kniet sich einfach hin, nimmt die Hände auf die Knie und denkt seine ganze Wut raus und macht das mit offenen Zunge. Ja, genau. Und dann denk mal an das, was dich zuletzt wirklich geärgert hat. Irgendein... Ja. Ja. Was ist Lach-Yoga? Machst du das wirklich? Ja, das kann man machen. Das kann ich auch nur empfehlen. Das muss man sich ja irgendwo hinsetzen. Ja, das machen wir mal, ich war mal zum Drehen, weil wir so eine Sendung über Glück gemacht haben. Und dann waren wir beim Lach-Yoga. Ja. Und es war schon... Was denn? Da muss man sich schon einlassen, so sehr. Das muss man bei all den Dingen. Nur am Anfang. Sag ja, am Anfang ist das... Du setzt dich hin und fängst das Lachen an. Es ist ja... Wir müssen ja auch lachen auf von jetzt auf gleich. Nicht? Das muss man ja trainieren. Das muss ja drauf haben. Das richtig lautes Lachen bei diesem Yoga-Lachen, dass das total auf die Stimme geht? Nein, muss ich hiermit anfangen. Ach so. Muss zum Beispiel locker bleiben. Dann, stützen. Genau. Lass noch nicht Bauch. Mach mal Bauch, mach mal Bauch. Funktioniert. Ja, zu euch. Denke, mir reicht schon. Ja. Warum das so verdammt ansteckend, wie schrecklich. Ja, das ist das Gute dran. Darum machen sie ja in Gruppen, ne? Ja, das ist ja ein bisschen so. Mhm. Aber man ist dann oft, naja, egal. Wir müssen noch einmal jetzt kurz die Frauen abarbeiten. Deine Frauen, du warst früher verheiratet, waren immer sehr viel jünger. Das hat sich aber einfach so ergeben. Oder ist es dein eigener Altersekel, den du in dir hast? Und du nein! Sagst, ich fühle mich selber schon nicht so geil, dann möchte ich wenigstens eine Frau daneben haben, die ich noch ein bisschen schön finde. Ja, ging es ja nicht zu sagen. Ich habe ja nur, ich frag ja einfach nur. Nein, auch so. Das ist ja doch, als ich noch jünger war, einiges jünger war und junge Frauen, die haben dann schon ein bisschen angehimmelt, ne? Weil man ja. Doch, weil man so auf der Bühne steht. Und Erfolg hat und auch schönes Geld verdient und auch andere Frauen dann einen gut fanden, nur dann. War das schon so etwas? Ja, Groupies ist nicht so leicht. Also ich sag mal, Groupies, das Wort ist immer ein bisschen strafbar. Nein, das hat das. Ist ja ein politischer Kabarettist hat keine Groupies. Genau, das Komiker haben keine Groupies. Komiker auch nein, nicht? Kaya, du hast doch Fans, die bei jedem Auftritt, den du hast, sagst, oh, Kaya ist wieder da, wir sind Fans. Und dann sitzt du vorne. Aber die wollen dich nicht ins Bett. Jein, gibt's vielleicht auch so. Ach ja, bitte. Wie macht man das? Ja, du gehst halt zur Autogrammstunde und was dann halt manchmal... Stimmt. Also ja, Frauen sind da jetzt auch nicht viel subtiler als Männer. Nein, glaube ich also auch. Also die geben dir dann halt einfach die Nummer und sagen hier, und in welchem Hotel bist du, werde ich oft gefragt. Aber das ist jetzt nicht so... Also es passiert mal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden nach Vorstellung zur Autogrammstunde gehe und habe dann die Auswahl von 10 Frauen. Und also, hast du schon mal mit einer, nur ganz kurz, was dann gemacht, die denn beim Unterschreiben gesagt hat? Ich hab tatsächlich noch nie eine Fensine irgendwie mitgenommen. Eine Fensine? Ist das süß. Ja, ich nenne meine weiblichen Fans Fensinen. Und das habe ich nicht gemacht.
Aber ich habe früher eher gewildert, nicht nach meinen Auftritten, sondern auf irgendwelchen Partys. Auf dem freien Markt? Also ja, ganz normal. Aber ich hatte einmal eine, und das werde ich nicht vergessen, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, die sagte während des Knatterns, sagte die, ich bumpe mit Kaya Jana. Nee. Nein. Und dann Rollmops, ne? Du weißt, was da war. Ja, natürlich, ganz schlimm. Oh, das war ganz schlimm, ja. Hat noch gefehlt. Mach mir den Rand hin. Ja, genau. Aber das war eine Übersprungshandlung, glaubst du das nicht? Oder war ich die besoffen? Ich weiß nicht, aber ich hab's so abgeturnt. Ich habe dann echt das Weite gesucht. Bevor wir jetzt Musik hören, und ich freue mich da schon ganz, ganz doll drauf mal wieder, habe ich noch eine Frage. Bierdeckelchen schreibt ihr schon alle schön, ne? Aber ich habe noch eine Frage. Du sagst, junge Frauen sind für alte Säcke keine Lösung. Ja. Wenn ältere Herren meinen, dadurch, dass sie sogenanntes Frischfleisch haben, klappt nun alles. Das ist vorübergehend vielleicht, aber es ist letztlich keine. Was du selber auch sagst, wahnsinnig damit beschäftigt, so zu tun, als wäre man nicht älter. Ja. Ja, das ist doch sehr anstrengend. Ja, das geht mit dem Haarefärben los und solchen Sachen. Hast du auch nie gemacht, ne? Nee. Ja, aber du weißt so, ja, Haare färben, genau. Ja. Du erzählst sogar in deinem Bühnenprogramm schon, wie du dich bückst beim, und Geräusche machst beim Schnürsenkel. Ich merke das irgendwie, dass ich... Also, dass ich tatsächlich teilweise dann... Das, so das, kann man, das ist eine dumme Angewohnheit. Das machen wir ab morgen nicht mehr. Okay. Ja, nee. Ja, das magst du nicht. Nein, das kann man... Ja, aber er macht die Geräusche ganz schön mit. Stell dich mal eben bitte, wie du das... Das ist so lustig. Ja, ja, genau. Als wäre... Bei mir hat sich das... Als wäre Randin hinter dir, sagst du, oder? Was sagt, als ob noch einer das, mit im Raum ist. Bei mir, genau. Also wirklich, ich habe halt! Ich habe jemand hier... Bei mir hört sich das komischerweise ein bisschen asiatisch, so chinesisch an. Wenn Chinese hinter mir steht, der spricht mit mir. Ich weiß nicht, ob es eine dumme Angewohnheit ist, aber irgendwann habe ich mich dabei beobachtet, wie ich das gemacht habe. Dass ich plötzlich... Aber jetzt auf mit. Aber sofort. Warum sagst du das? Weil das nicht sein muss, oder? Naja, das ist der Anfang. Da geht's los. Ja, weil du dir das angewöhnst. Und dann meinst du eines Tages, das muss so sein. Das man grundsätzlich. Ach, das man immer so machen. Ja. Das ist ja schrecklich. Furchtbar. Ich freue mich so. Also es gibt einen Musiker, der wohnt in Berlin, kommt aber eigentlich aus Langen bei Bremerhaven. Und das ist ungefähr da, wo ich bin. Und ich gucke in die Charts und ich sehe... Holla die Waldfee, da ist einer von, sagen wir mal, 100 auf 1. Ich will nicht sagen 0 auf 1, aber ich glaube so 100 auf 1 gegangen mit seinem Album und fand das irgendwie ganz toll. Seine Texte sind wirklich echt lustig und auch manchmal echt hart. Und er ist irgendwie ganz, ganz toll. Begrüßt mit mir Alligator! Ja, wie man eine Liebe maximal romantisch lebt, wie jeder wissen kann, er hilft uns fair play. Gott sei Dank gibt es Film und Fernsehen, da wo ich meine Bildung hernehme. Glaub mir, das wird super für deine Story, hab mir schon den Club, als du in deiner Jugendphase gut gelaufen bist. Mein Papa kam nicht zu deinem Schultheaterstück, und bei mir finden wir schon was, wo der Schuh gerade drückt. Wir kennen uns seit x Jahren, du brauchst jetzt nichts sagen. Ich wollte dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt? Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen, komm.
eine Sache, Drogen, ne? Ist es so? So scheint es, aber der Schein trügt. Die Geschichte geht weiter, Obacht. Und dann brauchen wir epische Fights, wenn das lausige Age kriegt. Zuschauer, rauchende Babys, die werden nicht verwöhnt. Die wissen fertig, so Löffel und die Spiele mit Bock, aber weit werden Pumpköpf. Raus der Geschehe, hab da Flucht in ein Landhaus. Spinner, sowas wie gleich, rutscht mir die Hand aus. Nirgendwo hinfahren, ich will mit der Axt durch ein Labyrinth jagen. Im Winter, weil ich das Bild feier, mach unser Leben filmreifer als Til Schweiger. Action, Drama und Comedy, also was sagst du, Mopschädig? Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen. Komm, den Bach runter. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen. Den Bach runter. Komm, wir gehen. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Alligator! Mal mit drauf kommen. Warte, geht so. Das ist eine gute Übung. Jeden Morgen. 72, Jungs. Ja. Also, ihr wollt eigentlich sagen, guck dir das mal an, Ina, ne? Ja, nur ja. Ohne Schlittschuhe. Jochen, hast du einen Kosenamen und deine Frau? Also, habt ihr zwei Kosenamen? Nee, haben wir eigentlich nicht. Schnucki, Berli, Putzi. Ja, das sind solche Sachen. Schatzi. Schatzi, Schatzi passiert immer. Ja? Schatzi, sagt man einfach, nee, es passiert Schatzi. Mir. Schatzi würde mir im Leben nicht passieren. Dir? Was sagst du sowas? Bei dir würde echt Bussi eigentlich. Ja, Bussi. Bussi, Nasi. Vergisst du manchmal deinen Text, weil du zu alt wirst? Also bisher, toi, 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 noch nicht. Nicht. Aber es ist so, steht zu befürchten. Toll, aber toll. Da muss man eben dann das so machen, dass das Ganze, was man darstellt, so ist, dass es eben heißt, wie komme ich jetzt darauf? So heißt mein Programm. Und wenn ich da was vergesse, denke ich, ja, das gehört dazu. Ja, ist ganz gut. Ja, raffiniert. Ne? Das ja. ist mein Prinzip. Weiter, weiter, weiter. Ja, aber in Liedern ist es schwer. Ja, das ist schwer. Weil wenn es sich nicht reimt, hast du schon mal ein Problem. Da kann es, da gibt es eine Möglichkeit, du hast dich nicht versungen, die haben sich verhört. Oder die haben, ja, das stimmt. Ja. Das ist ein Moment der Unsicherheit im Publikum. Genau. Und du gehst ja. einfach. Ja, das ist das klappt. Aber nuscheln, wegnuscheln. Rüber, natürlich. Ich hatte ein, rüber über den ich Hänger. Musste sagen, ich hab, da muss ich eine Geschichte erzählen. Gut, ein ne? Schauspieler, den heute auch keiner mehr kennt, Paul Dahlke. Ich habe sein letztes Stück mit dem gespielt. Es hieß, er sei schwerhörig, das war nicht wahr, er war taub. Und der hatte eine Art, wenn der nicht weiter wusste, er hatte so eine leicht ostpreußische Art zu sprechen. David, so hieß mein Roll. Ich will mal was sagen. Wenn Sie sich ja weiter nicht hinbekommen, ja, 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 ja. Schon mal Tantra-Sex probiert, einfach mal 10 Stunden stecken lassen? Was ist das denn? Das sag ich als Apothekenangestellte ehemalig jetzt aber, nee, das ist nicht gut. Nein, es gibt eine Form des Sex, das ist der Tao der Liebe und das ist eine gewisse Praxis. Und ja, die habe ich mal probiert. Das ist nicht jedermanns Sache, aber... Was sind Männer nicht eigentlich so, wenn sie fertig sind, dann wollen sie ihre Ruhe haben. Nein, und ehrlich gesagt, wir Frauen ja auch. Nein, 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 nein. Das ist eben so, dass Männer nicht fertig werden. Ach so, Männer oh halten, Gott. Ja. Das ist, ja. Das, die Asiaten, da muss man dazu sagen, die Asiaten gehen ja sowieso davon aus, dass der Mann ganz selten ejakuliert. Ja, ja, der große Erfüllung der Sexualität der Asiaten oder größere Teile der Asiaten besteht darin, erst einmal die Frau glücklich zu machen und dann die Frau glücklich zu machen und als nächstes die Frau glücklich zu machen. Nein, und dann immer noch nicht, weil morgen ist ja auch ein Tag. Es tut einem ja fast leid. Eine ganze Nacht macht dann die und immer sagt, oh. Nein, das ist... Die kriegen ja so schlechte Laune. Du glaubst ja gar nicht, was die Natur alles macht. Die Natur macht, ist ja so gutartig mit den Menschen. Ja, mit den Panda-Bären macht sie zum Beispiel ziemlich miese Geschichten, finde ich, oder nicht? Nein, also dieses Tau... So viel zur Natur. Soll man nicht unterschätzen. Tau. Tau, der Liebe. Nächstes Mal. Ja. Hilfst
du deiner Frau im Haushalt? Ich bin ein sehr guter Hausmann. Ich glaube, das ist ja, sehr gut. Ich glaube, du bist eh ein ganz toller was? Ehepartner. Was? Nein, ganz toll, glaube ja, ich. Kann du bist so ein Gentleman. Das gebe ich mir auch Mühe, das möchte ich auch sagen. Das finde ich, das ist der Respekt einer Frau. Und so ein bisschen alte Schule, Gentleman. Sie hat, die Schule ist schon abgerissen, ich habe es aber noch. Entschuldigung, der ist lustig. Also Schule sagt man aber immer noch. Schule. Akkordeonmann. Ich finde, wir hören jetzt mit all diesen Sachen einfach auf und sagen, es war, schmeiß sie weg. Es war ein ganz, ganz toller Abend. Und ich liebe es so, weil ich wollte so gerne mit dir über all diese Sachen reden, über die wir geredet haben. Ich wollte mit dir über all die Sachen reden, über die wir geredet haben, über die neuen Freundinnen. Ich glaube, ich bin eine der wenigen und der ersten, weil du gerade erst ganz neu dein Programm gemacht hast und gerade erst ganz neu darüber erzählst, die überhaupt weiß, dass es diese Frauen gibt. Ja. Und dass Shanties es schaffen, es jetzt da so zu stehen. Ohne Stützstrümpfe. Das ist ein Applaus wert. Ich sage danke an Jochen Busse, danke an Kaya Jana, danke an mein Publikum und danke an Silly, an Anna Los natürlich. Danke natürlich auch an Alligator und ein bisschen auch an mich. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer